Ich grüße euch, liebe Dampferdampferinnen, alle, die es mal werden wollen. Heute kommen wir zu Dinner Lady Lemon Tart und zwar gibt es das Ganze als Long Fill, Short Fill. Long Fill heißt, ihr habt ein bisschen Aroma drin, kostet dann 10 Euro und ihr füllt das einfach nur mit Base, gegebenenfalls Nikotin auf. Und ansonsten gibt es das als Short Fill, da ist es bis hierhin aufgefüllt, kostet es aber das Doppelte, 20 Euro. Und das könnt ihr entweder pur dampfen, macht einen Nikotinshot mit rein, seid dabei 3 Milligramm oder 10 Milliliter Base. Und dann habt ihr 60 Milliliter ohne Nikotin. Was sagst du vom Geschmack her? Beschrieben wird es nämlich als ein knuspriger Kuchen mit Zitronencreme. Jetzt, und bei sehr. Zeig mal her, man kennt das ja. Was wird das beschrieben? Als knuspriger Kuchen mit Zitronencreme und, ich sag's immer falsch, bei sehr? Beiser? Ja. Wir blamieren uns. Also ich finde es auf jeden Fall sehr schön intensiv nach Zitrone. Aber auch wirklich nach Zitronencreme. Es hat so einen leichten Zitronenkuchen-Touch, finde ich so. Oder dieser Selters- oder Mineralwasserkuchen, wie er immer so schön heißt. Und der hat ja auch so eine leichte Zitronenflavor. Aber hier ist das mehr, ich finde das stärker, die Zitrone. Was sagst du zum Kuchen? Merkt man auch raus, aber ist jetzt eher nicht so im Vordergrund tatsächlich. Ich finde hier auch weniger. Ich finde, die haben am Rezept was geändert. Du hattest früher bei dem Lemon Tart, hattest du eine verbrannte Note irgendwie mit drin. Mich hat das immer wie aus der Grundschule, wenn jemand ein Kuchenblech mitgebracht hat, da dieser, entweder gab es Papageikuchen oder Zitronenkuchen. Genau an diesem Zitronenkuchen und früher war noch so eine verbrannte Note, wie als wäre da so ein bisschen zu lange drin. Ja, dieser unten, ganz unten, der Boden. Ja, genau. Und ja. Oben, man merkt aber, ich finde, jetzt schmeckt man auch die Glasur aber so ein bisschen, also oben das. Ja, das schmeckt man jetzt mehr aus, ja. Aber ich finde so diese verbrannte Note haben sie mit raus. Aber ich fand die eigentlich früher nicht mal schlecht. Ich finde, im Tank kommt die Kuchennote besser. Du hast es ja im Pod-System, ne? In der Nie 2. Genau, ich habe das in der Nie 2 drin. Also jetzt nicht in der, aber gerade drin. Aber ich finde, da schmeckt es auch sehr, sehr klar und sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ja. Ich finde es aber tatsächlich jetzt aus dem Tank noch intensiver. Da kommt die Zitronennote halt intensiver noch raus. Ja, stimmt. Ja, im Tröpfler kommt die Zitronennote mehr raus. Im Tank, finde ich, kommt dieses Kuchige mehr raus. Ja. Ich hatte das auch in der Nie 2, weil das Ganze gibt es nochmal 10 Milliliter Liquid. Und ich finde, das beste kuchige Liquid für ein Pod-System, weil die meisten kuchigen Liquids im Pod-System schmecken sehr schwach oder sehr dünn. Und wie fehlt da ziemlich viel? Da haben sie es wirklich 1:1 hinbekommen. Ist ein Liquid bei kuchigen Liquids, was ein Meilenstein ist und denke ich auch ein Ost. Ja, ich finde auch, das ist das Einzige, was ich so wirklich den ganzen Tag dampfen kann, weil das halt nicht so penetrant nach Kuchen schmeckt, sondern schön nach Zitronen. Ja, aber sehr, ja, vom Süßegrad, was sagst du? Schon sehr süß. Also es ist eher eine süßliche Zitrone anstatt eine saure. Ja. Also Richtung eigentlich einem 2, aber es ist kein einem 2 so. Ja, einem 2 ist ja auch eher süßlich. Ja, von der Süße würde ich es auch ganz oben mit einordnen, aber ich finde, das passt halt zu dem Kuchen. Ist so ein bisschen das, was man erwartet. Ich persönlich finde es sehr, sehr gut. Ja, gut, dann gehe ich wieder. Ja, dann schönen Abend noch, euch auch. Ciao. Bis dahin.